Mal sehen, ob ich das jetzt vielleicht noch schaffe. Ansonsten machen wir die Mission beim nächsten Mal nochmal. Einfach so, weil wir es können. Ach Mann. Ja, das regt mich schon so ein bisschen auf. Ist ja auch nicht so, als hätten wir das nicht doch schaffen. Oh, what the fuck. Nicht schaffen können. Alter, jetzt geht das schon wieder los. Du sollst diesen. Naja. Ich kann es nie genug sagen. Die KI in diesem Spiel ist dumm wie Toastbrot. Das ist auch so das eins der wenigen Mankos, die dieses Spiel hat. Würde ich mal sagen. Guild Wars 1 ist ja so ausgelegt, dass man alles auch eigentlich alleine machen kann mit den Helfern, die dann halt mitgehen. Ist ja darauf ausgelegt. Nur wenn halt die so behindert spielen, dann ist es halt nicht möglich. Und da kommt es hier runter, ne? Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt müssen wir hier irgendwie die Char hier versuchen zu besiegen oder zumindest so intelligent daran vorbeizulaufen, dass sie es eben nicht tun. Wobei so ein paar, würde ich mal sagen, macht schon Sinn, die zu besiegen. Dann haben wir nämlich nicht mehr so viele, die uns nerven. So, genau, den trigger ich jetzt mal nicht. Hat das super funktioniert. Wer war... Achso, nee, die waren es. Ah, toll, wenn die den triggern, dann triggern meine die auch, oder was? Ja, ich treffe den nämlich jetzt nicht. Leute, der ist nicht tot, ne? So, jetzt ist er tot. Jetzt kommen die, glaube ich, aber auch wieder mit, ne? Ja. Und auch jetzt diesmal mein Kobold, genau, weil der heilt nämlich scheinbar auch. So ein bisschen. Das kann ich nämlich gut gebrauchen. Noch einer. Aber das sind alles Erfahrungspunkte, die ich natürlich auch bekomme. Muss er natürlich auch zugestehen.
Ja, da sind wir wieder hier. Diesmal ein bisschen schneller, habe ich so das Gefühl. Oder? War ein bisschen schneller hier. Ja, zumindest kenne ich ja den Weg jetzt schon. Solange diese Opferstätte unter meiner Kontrolle ist, wird sie allen Feinden außer Gefecht setzen, die sich nähern. Ah ja. Guten Tag. Lang nicht mehr gesehen. Tod und Tod. Mal wieder langläuft. Hallo. Ja, ach ja, genau, die pullen dann ja auch immer noch ein bisschen was. Das haben die ja letztes Mal aber auch gemacht, das schaffen wir aber. Das geht schon. So, jetzt würde ich gerne erstmal sagen, den hier oben, ne? Und die hier. Stimmt, dann kommen die ja alle hoch. Irgendwer hat ein Level-Up gemacht. Ich glaube, das war mein Tierchen. Lol! So kann man es natürlich auch machen. Auch nicht schlecht. Ja. Das ist ja mega easy. So, nehmen wir mal mit. So. Jetzt kommen die restlichen da. Moment, wir gehen da jetzt mal kurz weg. Jetzt kommen die restlichen, laufen da rein. Wenn wir die jetzt schon triggern, dann funktioniert das leider nicht mehr, dass wir das wahrscheinlich überleben.
Meine Heilerin geht drauf. Oh, Rurik. Wo bist du? Da bist du. Also auf ein neues. Rurik eskortieren. Und diesmal aufpassen. Diesmal kannst du auch mega schnell laufen. Das ist mir völlig egal. Jetzt lauf doch los. Nur erstmal wieder in diese komische Ecke da, damit er dann weg da switcht. So, zack. Ja, komm, lauf los. Wenn ich das jetzt überlebe mit dieser Char-Armee, also wenn ich sie da nicht pulle, dann ist ja eigentlich alles gut. Weil die darf ich nur nicht pullen. Das wäre dann ein bisschen heftig. Vor allen Dingen, weil ja Prinz Rurik ja einfach wieder weiterrennt, ne? So, ich darf ja halt nichts pullen, was mich halt aufhält. Wenn das halt Prinz Rurik aufhält, dann ist ja alles super, aber wenn es halt ihm nicht aufhält, dann darf ich das halt nicht pullen. Weil er rennt ja weiter und dann geht er zu einer Gegnergruppe, die ihn dann angreift, aber die ja halt, ne? Wo ich dann halt noch nicht bin. Na, die Katzen überspringe ich mal kurz. Weil die kennen wir ja. Achso, ich bin dann schon hier auf deiner Seite. Okay, alles klar. Wo ist... Nein! Ich habe ihn schon wieder aus den Augen verloren und da rennt er schon weiter. Aber das wird schon... Hallo Moa. Ich habe auch einen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den umbenennen kann. Das geht irgendwie. Muss ich mal sehen. Ich habe mir jetzt das Wiki. Da muss ich ja irgendwie mal das rausfinden können. Zack. So, renn weiter, genau. Das wäre super, wenn ich das noch zeitlich schaffe. Ansonsten, wenn ich weit bin, dann überziehe ich immer ein bisschen. Das ist dann auch egal. Aber ich will den Shit jetzt schaffen. Wenn ich natürlich jetzt nochmal verkacke, dann, klar, logischerweise dann nicht. Aber... Ich hab das nicht vor. Das wäre sehr tragisch. So, jetzt kommen wir zu dem Hornplatz, glaube ich, ne? Genau, da vorne. Und da ist dann wieder die große Kunst, diesmal nicht zu sterben. Können die Katzen noch zum Glück wieder überspringen. Ich komme da nicht hoch.